Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Memories of Mars. So, vorige Folge haben wir das Tutorial gespielt. Säulen können stabilisierend wirken. Interessant. Greetings, young one. Wow. If you're hearing this message, then we didn't make it. Okay. I am, well, was Stephen Fall, Chief Engineer of the Unified Security Corps. I've implanted this program into your cerebral cortex so that it would activate itself upon your awakening. Listen, young one. Something strange is going on here on Mars. We never fully understood what caused the system failures. Time was short, too short. The solar flare was inbound. It seems like it's up to you now to find out what happened to us and the Martian colony. Search out the planet, gather intelligence, our memories, and send them back to Earth. I know this wasn't the original purpose you were designed for, but you are our only hope in telling our story. You might run into other young ones here in the colony that are also waking up just as you did. They will no doubt be as disoriented as you are. Help them out as much as you can. Together, you will be stronger than as individuals. This is a barren planet, but we have found resources that allowed us to survive. I'm sure you can do equally well. Good luck, young one. Stephen Fall signing off. So, ja, da hat er ja ganz schön viel erzählt jetzt. So, da ist nichts mehr drin. Verwende ein Sammlerwerkzeug. Also, an sich PvP-Spiel. Ich habe keine... Oh, Biomasse, super. So, ich bin nicht vorbereitet. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier drinnen bin. Ich muss mehr Nitrat finden. Wo finde ich Nitrat? Und vor allem, wie mache ich das? Und was mache ich dann? Also, dürfte PvP ist offizieller Server. Ah, und da brauche ich diesen Spalter. Gut. Ach, wie cool. So, und das dürften Spielergebäude sein hier. Das aber nicht wahrscheinlich. So, okay, wir klettern da mal rauf und schauen mal nach. Ich hoffe, da ist keiner drinnen. Wir spielen auch nicht ewig lang, aber wir wollen uns das ein wenig ansehen. Das Spiel wurde mir empfohlen, habe ich mir gedacht, könnten wir machen. Gute Idee. Schauen wir mal rein. So, und genau das wollen wir tun. So soll es sein. Tür belegt. 3 Tage. Von Levantier. Wie auch immer es ist. So. So, ich brauche echt noch Nitrat. Meine Freunde, ich habe keine Waffe. Ich fühle mich unwohl. Unwohl. So, da vorne ist ein... Kriegt man wohl Fallschaden auch? Ja, definitiv wird man hier Fallschaden bekommen. An sich super. Relativ wenig Leute waren am Server, als ich eingeloggt bin. Man hat 3 Möglichkeiten auszuwählen. Wir haben uns den Westen genommen. Bin sehr gespannt, wo das hinführen wird alles. Also ich glaube, wir haben schon echt viel Erz gefunden. Leider gibt es hier kein Nitrat irgendwie. 7 haben wir schon. 7 Nitrat, wir haben doch 7 Nitrat. Oh, das ist Nitrat, super. So, wir laufen mal daher. Geht der Sauerstoff runter oder ist der immer gleich? So, wir haben noch mehr Nitrat. Das ist toll. Schöne Gebäude. So. Hm. Ja, dann schauen wir mal ins Inventar. Also, wir haben... Oh, wir haben ja Sachen. Also, hier eine Taschenlampe. Dann haben wir... Was ist denn das? Trockenration klingt nach Essen. Dann haben wir einen Sauerstoffbehälter. Wir haben das Ding da. Diesen Drucker. Und wir haben eine Pistole ohne Munition. Was ist das? Rohstoffbiomasse. So, dann stellen wir den mal daher und drucken mal, was haben wir gesagt? Wir wollen Munition haben. Ja, wir werden mal bauen. So, dann hätte ich gesagt, wir verbauen auch gleich ein wenig Eisen. Weil dann können wir... Oh, eine Pistole. Interessant, interessant. So, wir können 2 Pistolen bauen. Oh, super. Einen Oberkörperschutz und wir wollen, na klar, dann fertigen wir das.
So, zweimal noch. So, weil keiner weiß es, wozu wir die brauchen. Wir haben nicht genug Munition jetzt. Munition. Ding da. Na, Nitratsachs. So, aber wir können immerhin schon mal nachladen. So, wo kriege ich Sauerstoff und Essen her? Das wäre dann theoretisch Blaubeeren. Ach ja. So, theoretisch wäre das der nächste Schritt. Essen. Ah, Schwebeerze. Wir haben 15 Schuss in der Pistole geladen. Das freut mich an sich schon sehr. Wird einen Grund haben, warum die Leute dort bauen. Damit sie Newbies erschießen können wahrscheinlich. So. Fertig einen Impulsspalter. Ja, das kann man machen. Wir laufen mal in den Schatten dieses Gebäudes. Sind Schatten wichtig? Nö, oder? Brauchen wir nicht. Ist egal. Was für eine interessante Erfahrung. So, wir stellen uns da mal her. Grimhammer. So, dann würde ich sagen, in der Hoffnung, Grimhammer ist nicht zu Hause. So, was wollen wir bauen? Wir wollen einen Impulsspalter bauen. Den werden wir auch hier bauen. Jetzt darf man nämlich an nicht abbrechen. Super, was ist das da? Das ist das Nitrat. So, dann mal aufheben. So, wir haben einen Impulsspalter. Da freue ich mich an sich immer. Keine Ahnung. So. Oh, da werden auch so Geräusche. Ich muss da mal vorgehen. Wow. Aber das sieht nicht wie Spielergebäude aus. Das sieht wie ein Spielergebäude aus, oder? So, wir versuchen mal, da runter zu gehen. Also, ich nehme an, das Gehen wird nicht die große Schwierigkeit sein. Eher das Überleben. So, jetzt können wir gleich mal den Impulsspalter probieren. Wir kriegen Flops. Berge Aluminium aus KI-Überresten. Interessant, okay. KI-Überreste. Was sind KI-Überreste? So, da ist mein Erz. Lalalala. Da könnte ich ja auch noch... Okay, ich soll ja Bergbau betreiben. Steht dir da? Und wir kriegen für diese Tätigkeit auch Flops. Das ist gut, weil die braucht man ja auch. Was ist das für ein Geräusch? Tatsächlich. Okay. Wir laufen da mal her. Kann man das plündern? Das kann man nur mit dem Ding da plündern, oder? Ah, mit dem da. So, plündern und dann so. Aluminium! Yeah. So, was ist denn das da? Behältnisse. Die sind aber leer. Okay, leere Behältnisse. Das ist auch was Interessantes. Hm, gut. Okay, das heißt, das sind aus dem Tutorial diese Spinnentierchen. Die höre ich jetzt überall. Verdammt. Also, und Sauerstoff wird auch weniger. Wie cool! Okay, das heißt, diese Schläuche führen zu so Dingen, wo man seinen Sauerstoff auffüllen kann. Was ist denn das? Auch ein Spielergebäude wahrscheinlich. Okay. So, und in diesen Kisten, die so blau leuchten, kann man sich Sachen abholen. Wie cool! Super. Ah, au, 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 au.
Weiß ich genau ausgegangen. Super. So, dann plündern wir da mal. Na, 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 na. Na, 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 na. Super. Den da kann man nicht plündern. Den Korps? Nö. Sehr gut. Beziehungsweise nicht gut. Aber egal. So, wir machen laufen da mal Bogen. So, wir brauchen auf jeden Fall neue Munition. Dazu werden wir hier mal eine anfertigen. Muni fertigen. Kann ich das da jetzt mal machen? Oh ja, Schutz fertig. Oh, Schutzausrüstung. Ja, alles anfertigen. Was? Das Repa... Okay, das muss ich alles reparieren. Okay. Aber ich brauche mehr Ressourcen. So, reparieren. Herrlich, genau. So, und dann werden wir mal alles da fertigen. So, dann haben wir wieder genug Muni. Was ist denn das da? Schrottmetall. Ja, super. So, dann würde ich sagen, wie. So, Inventar. Oh, ich habe Blutflecken. Oh. Super. So, dann den muss ich aber, glaube ich, wieder... Ausrüstung. Passt. Passt. Alles super. Den muss ich wieder mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.